Hallo, hier, ich möchte einen Gruß an den Sonntagssoziologen richten. Und ja, zwar habe ich mir dieses von Pierre Bourdieu angeguckt, das Video zu Pierre Bourdieu. Ich habe auch noch ein bisschen was anderes im Internet dazu geguckt. Und ich glaube, ich weiß, wie das mit dem Habitus und mit der Verschiedenbehandlung ist. Er geht ja quasi von verschiedenen Eliten aus in den verschiedenen Kapitalbereichen. Und wer besonders viel Kapital hat in einem Bereich, der ist in diesem Bereich die Elite. Und wenn ich jetzt Elite bin, dann kann ich es mir leisten, diese Pfeife jetzt zu meinem Accessoire zu machen und den Hut, und dann könnte ich jetzt so vor die Straße gehen. Und wenn ich jetzt nicht zur Elite gehören würde, dann könnte ich das auch machen, aber dann würden mich die Leute alle komisch angucken und mich lächerlich machen. Und vor allem auch die Elite würde das abqualifizieren. Dann würde es heißen, ja, wieso ist das so komisch? Während, wenn ich jetzt wirklich zur Elite gehöre, würden sich alle anderen denken, da muss irgendwas Höheres dahinter stecken. Das muss auf irgendeine gewisse Art und Weise einen Sinn ergeben, für den ich aber nicht befähigt bin, das herauszufinden, warum das so ist. Und so ist dann die Elite quasi immunisiert, wenn sie sich irgend so einen Habitus zulegt, der dann im Nachhinein als elitär gilt. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite macht die Elite das ja auch deswegen, um zu demonstrieren, dass sie Elite ist, um zu demonstrieren, dass sie anders ist als die anderen. Und es ist der Elite im Grunde genommen egal, was die anderen darüber denken. Aber auch nur insofern, dass sich die anderen gar nicht trauen, das zu kritisieren. Beziehungsweise es wird immer hier und da welche geben, die es kritisieren. Aber insgesamt kann ich, wenn ich Elite bin, davon ausgehen, die Leute, die das positiv bewerten, sind insgesamt in der Überzahl. Und ja, zum Beispiel, weil sie sich etwas davon erhoffen, wenn sie sich bei der Elite einschleimen. Und so kommt das dann halt zustande, dass die Leute, die Elite sind, das machen können. Und wenn genau jemand anderes das macht, aus der Unterschicht, dann wird das wieder ganz anders aufgefasst. Der Gedanke ist mir unter anderem auch gekommen bei meinem Lied Der gute Launebär. Ich weiß natürlich selbst, was das für ein Video ist. Allerdings, wenn ich jetzt ein berühmter YouTuber wäre und irgendwie zu den Top 10 gehören würde, dann hätte ich viel geringer gepokert. Und dann wäre quasi schon auszurechnen, dass das auf jeden Fall als cool empfunden wird. Weil sich viele weigern, was heißt weigern, sich nicht trauen würden, das zu kritisieren. Und jetzt, wobei ich dann eher auf der Ebene bin, dass ich halt noch zu niedrig wahrscheinlich bin und dass ich ein gewisses Risiko eingehen muss, diese Art von Videos zu produzieren, weil ich vor Kritik nicht immunisiert bin. Oder ein anderes Beispiel von Bourdieu ist die Sprache. Wenn jetzt
irgendwo so im Ghetto die Kinder so einen schlimmen Slang reden, dann würde die Elite sagen, oder die Mehrheit der Leute, die sollen mal ordentlich Deutsch sprechen, die versteht man ja gar nicht. Während wenn jetzt die Professoren und Wissenschaftler in ihrem Fach Chinesisch daherreden und sie auch keiner versteht, dann wird das als eine Auszeichnung verstanden. Und das ist halt dieser Unterschied, der entsteht. Als Elite kann ich es mir leisten, bestimmte Dinge zu wagen. Und ich weiß, ich bin quasi immun gegen Kritik. Und als Unterschicht kann ich das nicht. Und dann kommt noch dazu, als Oberschicht oder als Elite möchte ich das ja. Ich möchte anders sein, ich möchte etwas machen, was vielleicht ein bisschen verrückt ist, aber damit ich zeigen kann, ich mache das und ich gehöre jetzt der Elite an. Es ist auch fast egal, was ich mache. Ich könnte mir ja alles Mögliche machen. Es ist sogar schon fast davon auszugehen, dass es andere geben wird, die mich nachahmen, wenn ich Elite bin und irgendwas mache, was mein Habitus sein soll, was ich dann so definiere als Habitus, um mich von der breiten Masse abzugrenzen, dann wird die breite Masse versuchen, das sogar noch zu kopieren, egal wie verrückt es ist oder ja, wie lächerlich es uns erscheint, mit einem objektiven Blick, ohne den Blick auf die Person. Und sie wird versuchen, es zu kopieren, weil sie sich dadurch erhofft, in die höheren Kreise aufzusteigen oder von den höheren Kreisen besser akzeptiert zu werden. Wo dann ja wieder die Elite drauf und dran ist, einen neuen Trend zu setzen, sich einen anderen Habitus anzugewöhnen, der wieder diese Funktion der Distinktion, schwieriges Wort, diese Funktion der Unterscheidung, dass man sich unterscheidet, das zum Ausdruck zu bringen. Keine Ahnung, wenn jetzt zurzeit gerade in der High Society Skifahren in wäre und dann würden viele in der breiten Masse das sehen, könnten sich zurzeit noch keine Skier leisten, hätten aber das Bedürfnis, das nachzuahmen, damit sie so dazugehören oder in der Hoffnung, dadurch Elite zu werden. Und wenn das dann langsam massenfähig wird und die Masse das macht, dann wiederum sucht sich die Elite ein anderes Unterscheidungsmerkmal, damit sie zeigen kann, wir sind anders und wir heben uns davon ab. Und wenn man es dann so betrachtet, ist bei der Elite ist gar kein Risiko dabei, sondern wenn die Elite das macht, dann ist das quasi kalkuliert, um sich zu unterscheiden und um die Macht zu sichern. Während wenn der Dings das macht, der Pöbel, dann wird das gleich als pöbelhaft abgewertet und trotzdem könnte es objektiv betrachtet das Gleiche sein. Okay, das waren nur ganz kurz meine Gedanken dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Wenn ihr jetzt denkt, ich will auch zur Elite gehören, wie gesagt, schafft euch Zylinder und Pfeife an und wir sehen uns im nächsten Video.